Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Kleb mit mir. Ich dachte mir, weiter geht's an dem Bild mit den beiden Eisbären. Das soll ja eigentlich auch bald mal fertig werden. Und das wird es nur, wenn ich dran klebe. Aber ich bin schon etwas weitergekommen. Ich habe das Weiß ist beendet und ich habe auch schon die 33, das Prozentzeichen geklebt. Und jetzt geht's weiter. Das ist ja mein Projekt, wo ich, ja, wie soll ich sagen, wo ich mir hier nebendran aufgeschrieben habe, welche Zahlen, nach welcher Reihenfolge ich die Buchstaben und Symbole, Zahlen, was wir hier alles so haben, kleben werde. Und in diesem Fall ist die nächste Zahl die Nummer 3. Ich finde das mal eine ganz witzige Idee. So habe ich bisher ja noch gar kein Bild geklebt. Und ich würde mal schauen, die drei, da haben wir sogar ein paar hier vorne schon. Ich wollte gerade sagen, wir schlagen die Folie zurück, aber nein, erst sammle ich mal meinen Kram zusammen. So, hier habe ich ein kleines Schälchen für meine Reststeine. Ich benutze heute das Schiffchen von Diamond Art Club, einen meiner Stifte. Und Pinzette lasse ich erstmal da drin liegen. Das lässt sich hier alles ja gut schieben. So, und dann brauche ich so die 3. Suchen wir mal. Achso, 3 ist die DMC Nummer 162. Ja, 162. Ich vermute, ich habe sie schon. Ein Blick, Eingriff und zack. So. Ach, und ich lerne es auch nicht, ne? Ich hole mir mal einen anderen Stuhl. So, keinen anderen Stuhl, nur ein Kissen. Reicht, denke ich mal, auch aus. Ja, die Sonne scheint gerade so toll. Und da dachte ich mir, das lasse ich mir nicht entgehen. Da klebe ich mal ein paar Minuten mit euch zusammen. Es geht schon wieder gut los hier mit den Verhasplern. 162 ist die 3. Ja, wieso habe ich das alles nicht wie üblich sonst in Zipbeutel abgefüllt? Oder in ein Döschen oder whatever? Ich war schlichtweg zu faul. Also ich hatte mir die weißen Steine zuerst genommen und da das der Großteil des Bildes mit diesen weißen Steinen war und alles andere nur diese kleinen Nummern, dachte ich mir, oder klein, wenig Tütchen, dachte ich mir. Oh. Einmal mal ganz anders, als das sonst so ist. So, bisher war es auch so, dass Steine, also bei der weißen Farbe sind 9 Tüten übrig geblieben. 9 Tüten. Und hier bei dem, ich weiß nicht, ihr könnt das vielleicht in dem Licht jetzt gar nicht so sehen. Hier habe ich so einen beigen Farbton verklebt. Da ist eine Tüte übrig geblieben. Und reicht ja auch aus, ne? Also, und da hatte ich auch, also bei der zweiten Farbe, die ich geklebt hatte, hatte ich so viel mehr Ausschuss als beim Weiß. Beim Weiß nicht mal annähernd so viel wie bei den, boah, 8 oder 7 Tütchen, was das jetzt waren, von der anderen Farbe. Ja, so unterschiedlich kann das sein, ne? Aber macht nichts. Hat gereicht. Ich habe die auch nicht weggeschmissen währenddessen, sondern habe die erstmal separat gesammelt, dass, falls mir was ausgeht, dass ich dann immer noch, ja, da was abknipsen kann oder so. Weil von der Farbe hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ob ich die noch in meinem Sortiment habe quasi. So, ich muss mir hier mal so ein paar Begrenzungen ziehen, damit ich sehe, bis wohin ich kleben kann, ohne dass ihr mich nicht mehr mich nicht mehr seht. Ja, man wird erfinderisch hier. So, und hier oben etwa bis hier. Alles klar. Gut. Wenn es überhaupt so viel wird. Schauen wir mal. So, ihr seht schon, seht ihr den kleinen Schatten hier? Hier, da? Zwei Katzenöhrchen, ja. Da sitzt jemand gerade auf dem Fensterbrett und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Und tut so, als wenn sie das alles gar nicht interessant findet, aber eigentlich überlegt sie, ob sie hier
auf den Tisch drauf kommt. Na, fertig überlegt? Gegen entschieden? Kenn doch meine Pappenheimer hier. Ja, es soll ja heute noch regnen, aber da jetzt gerade die Sonne draußen ist, dachte ich mir, oh, wenn wir schon mal schönes Licht haben, nutzen wir das auch direkt, ne? Weil dann muss ich da später nicht so ein bisschen dran rumstellen, sondern lasse ich das nämlich einfach so. Dann wird zwar mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler, aber das ist nicht weiter wild, finde ich jedenfalls. Ja, also mir macht dieses Bild total viel Spaß. Ich habe ja auch das Fuchsbild jetzt bestellt. Also ich hatte mir eins mit eckigen Steinen rausgesucht und das sind zwei kleine Füchse. Hatte mir da auch wieder eine Vorschau zu zeigen lassen. Das war schon im Januar, glaube ich. Und wollte das dann auch eigentlich erst so Mai, Juni bestellen, weil ich bin ja hier jetzt auch noch ein bisschen beschäftigt. Aber es gab gerade am Wochenende so eine schöne Prozentaktion zu diesem 1. April-Ding. Und das waren, glaube ich, 20%. Also ich habe fast 10 Euro gespart. Und dann dachte ich, ja, also jetzt habe ich für das etwas größere Bild fast genauso viel bezahlt wie für das hier. Und da ich ja bisher hier von der Qualität echt super zufrieden bin, bin ich sehr gespannt, was die eckigen Steine da so erzählen werden, wollte ich gerade sagen. Aber also wie sie aussehen werden. Erzählen werden, ja. Gestern habe ich mir die Nägel neu lackiert und habe. Ich hasse das übrigens voll, ne? Also ich hasse das. Ehrlich. Ich hasse Nägel lackieren. Also ich finde zwar, es macht mir zwar Freude, wenn es dann fertig ist, aber bis es fertig ist. Und dafür, dass es denn nur ganz kurz hält. Wir wären keine Freunde. Nein. Dann muss ich immer da sitzen und kann nichts mehr machen. Und oh, ich bin viel. Also dafür bin ich echt viel zu ungeduldig. Nee. Aber gut. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte eigentlich nicht von meinen Nägeln erzählen. Ich wollte eigentlich. Ach so, ja, Versprecher. Ich hatte. Habe mit meiner Mama telefoniert und weil ich dachte mir, es ist ein guter Plan. Ich lackiere das, dann gucke ich meinen Film weiter, so und dann kommt mir das nicht so lange vor, wie ich nur doof rumsitze, so. Aber ich bin ja auch so jemand, ich fummel ja auch ständig mit meinen Händen im Gesicht rum oder irgendwo anders, also immer sind meine Hände irgendwo unterwegs und da ist es mit Nagellack echt immer so ein bisschen anstrengend, finde ich. Für mich jedenfalls. Ach ja. So, und ich merke jetzt schon, ich werde gar nicht so lange Video machen können, Schnief. Weil, ja, der will heute noch nicht so. Aber gut, was soll's. Jedenfalls habe ich dann, meine Mutter rief dann an und dann haben wir so gequatscht. Und dann sagte ich zu ihr, Matt, wie war der Versprecher? Ich habe mir gerade die Nägel lackiert. Ja, fand ich auch super. Also, Nägel lackiert, ja. Ich finde auch immer interessant, mit was für einer Selbstverständlichkeit solche Wortknoten dann aus einem rauskommen, als wenn es die natürlichsten Wörter der Welt sind, die man jeden Tag so benutzt. Wobei mein Lieblingsversprecher bleibt nach wie vor die Stoppeldeckdose, ja? Also, das war, als ich hier eingezogen bin. Habt ihr auch so Versprecher, die euch im Gedächtnis hängen geblieben sind, die ihr auch ganz amüsant fandet und die ihr immer mal wieder zum Schmunzeln hervorkramt? Ich mache das ganz gerne. Ich erinnere mich ganz gerne mal an Versprecher und lächle dann selber darüber, ja. Ja. Ganz gut finde ich auch immer die englischen Wortschöpfungen meiner Eltern oder wie sie halt englische Worte aussprechen. Bin da jetzt auch nicht so die Koryphäe drin, bin ich ja, also weiß man ja. Aber meine Eltern toppen das echt total. Und das, dann mache ich mir manchmal wirklich im Handy so kleine Notizen, so als Erinnerung. Das ist so für Momente, wenn ich dann mal so ein bisschen geknickt bin, so dann lese ich mir sowas durch und dann erinnere ich mich an den Moment und dann muss ich wieder schmunzeln. Ja. Ganz schön. Mein Papa hat mal zum Beispiel aus Darth Vader hat er mal Darth Vader gemacht. Das war auch sehr,
Sehr amüsant. Wir haben köstlich gelacht, alle zusammen, ja. Und vorher, oh nein, Manu, ich erinnere mich nicht mehr, wie war das denn? Oh Mist, ich weiß nicht mehr, was für ein Versprecher das genau war, aber er hatte in der Fernsehzeitung was gelesen und las das so vor, ja, heute kommt nur das und das. Und also ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, das Wort doch tatsächlich zu erkennen, weil es war so entstellt. Und dann meinte ich, meinst du das und das? Nee, da steht das und das. Da habe ich gesagt, da darf ich mal gucken. Und es war dann auch tatsächlich das, was ich gedacht hatte. Und ja, wir hatten dann einen sehr lustigen Moment. Also es war schön. Ja, gemeinsam lachen ist immer toll. Auf jeden Fall gefällt mir die Farbe, die ich hier gerade klebe. Das ist die DMC Nummer 162. So ein ganz helles Blau. Finde ich echt schön. Jetzt kommt mal ein bisschen Farbe ins Bild langsam. Nachdem alles nur weiß war und dann ein bisschen beige. Und ja, was kann ich euch denn noch so erzählen, außer von lustigen Versprechern? Was war das denn? Oh, sie sonnt sich jetzt hier wie so eine kleine Robbe auf dem. Ich finde, Foxy sieht echt zwischendrin immer aus wie so eine kleine Robbe, wenn sie sich so hinlegt. Kleiner dicker Körper, kleiner Kopf. Ach nein, großer dicker Körper, kleiner Kopf, so. Und sie liegt dann auch immer so auf der Seite, halt wie so eine Robbe. Ja? Beinchen sind irgendwo verschwunden oder hängen irgendwo so klein rum. Gesundheit. Ja. Was hast du denn jetzt in der Nase? Hast du was in die Nase gekriegt? Oh, arme Kotze. Ja, da musste jemand niesen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Finde ich auch immer zu süß. So ein kleines Hatschuh. Ja, ich war gestern beim Yoga. Ich hatte mir eine Einzelstunde gebucht, um mal zu gucken, wie das so funktioniert für mich, ob das klappt. Und ach, ich war total happy. Ja, es war, also A, hat es mir total gut getan. Und B, es tat gar nicht danach erstmal, ich sage jetzt mal, erstmal weh. Ja, das Ding kam dann erst ein paar Stunden später. Ja, toll. Währenddessen war es wirklich richtig gut gewesen. Es hat mir wahnsinnig gut getan. Und ich war schon total euphorisch und dachte so, ja, ich habe was gefunden, was ich machen kann, was irgendwie auch nicht nur 2 Minuten geht und dann ist schon too much. Und war ich richtig happy so. Und dann so 7 Stunden später, bam. Volle Breitseite und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Nein, Mann. Also, das treibt mich echt ein bisschen zur Verzweiflung, weil, also, ja, ich muss ja was machen und ich muss ja Muskeln aufbauen. Aber Mann, wie lange soll das denn dauern, wenn ich überhaupt nicht groß was machen kann, ey? Also, das ist. Ich will nicht sagen, dass mich das frustriert, aber es frustriert mich doch sehr. Ja. Weil sowas wie, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und dann mache ich da so schöne Übungen und das geht halt nicht. Toll. Die haben schon in der Klinik immer gesagt, nur ein paar Sekunden, ja, ein paar Sekunden. Also, ja. Wann sollen denn da Muskeln aufgebaut sein? Oh Mann. Ja, also, das wird noch eine Geduldsprobe für mich werden. Ja. Ist wie es ist, ne? Nichtsdestotrotz weiß ich für mich, sobald das mehr geht und ich dann nicht gleich, ja, mein Körper dann nicht gleich sagt, so, ja, alles klar, jetzt lassen wir mal gleich wieder alles, weil jetzt tut mir alles zu doll weh, werde ich das auf jeden Fall angehen. Das Schöne ist nämlich, dieses Yoga-Studio ist ja bei mir direkt um die Ecke, also wirklich um die Ecke. Ich laufe da 3 Minuten hin und es ist nicht so teuer und das ist total toll. Ja, das heißt, also ich werde mir noch mal nächste Woche, denke ich, vielleicht mal schauen, werde ich mir noch mal so eine Gruppensitzung trotzdem noch mal anschauen.
Weil das gestern war eine Stunde und dann dachte ich so, super, die Gruppen sitzt, also in der Gruppe geht es halt 1,5 Stunden. So, ne? Und ja, wie soll das dann gehen? Ja. Aber ich werde es einfach ausprobieren. Was auf jeden Fall schön war, ich bin trotz, also ich brauchte mein Bedarfsmedikament dann nicht. Das hat alles trotzdem zum Glück ohne funktioniert, aber es fühlt sich auch heute alles noch recht eklig an, ja. Ja, meine Schmerzärztin war ja erst nicht so begeistert davon, dass ich das verordnet bekommen habe von meiner Hausärztin, dieses Akutmedikament. Aber das ist wieder, finde ich, ein schönes Beispiel dafür. Man muss immer individuell gucken. Also nicht, weil sie jetzt sagt, oh, das ist voll doof an sich so. Oh, okay, ich muss. Ja, warte! Hier mal kurz gucken, dass die. Nee, sie läuft weiter. Oh, ja, willst du aufs Bett? Gut, dann geh aufs Bett. Gut, okay. Warum meckerst du denn so? Du kannst die Dinge auch tun, ohne zu motzen. Ich laufe auch nicht den ganzen Tag motzen durch die Wohnung. So, Fun verloren. Ach so, genau, weil sie Bedenken hatte, dass mir das vielleicht eher noch mehr Angst macht, wenn ich das ha also wenn ich das genommen habe und merke, die Schmerzen werden halt wieder mehr. Und ich habe ja doch recht viel Erfahrung mit Bedarfsmedikationen jetzt auch im anderen Bereich. Und ich habe mir da gar keine Platte gemacht, weil A, benutze ich Bedarfsmedikation so oder so schon sehr selten. Und habe mir eigentlich gedacht, wie es in dem Fall bisher auch war. Also ich habe sie bisher zweimal gebraucht. Das war direkt am Anfang nach der Klinik, weil es mir da ja körperlich überhaupt nicht schick ging. Und jetzt ist schon eine Woche ohne, dass ich eine gebraucht habe. Und mir gibt das tatsächlich eher ein wahnsinniges Gefühl von Sicherheit. Ja, weil ich einfach weiß, wenn es zu schlecht wird, dann ist nicht meine einzige Alternative aushalten oder Rettungsstelle, sondern oder Bereitschaftsdienst, sondern dann nehme ich das und dann komme ich zumindest wieder auf ein Level, wo ich besser aushalten kann. So, ja, weil ganz ehrlich, in der Notaufnahme, ich brauche ja nicht in der Notaufnahme so. Also ich bin nicht, also die stopfen ja auch irgendein BTM in mich rein und dann schicken sie mich dann halb zugedröhnt wieder weg. Hatten wir ja. Das ist ja nichts, was man irgendwie braucht. So. Also dann noch so jenseits von Gut und Böse durch die Weltgeschichte dann zu fahren. Was hast du denn in der Nase? Ja, was ist denn? Hast du so ein schönes Katzenleben schon wieder? Wo bist du? Du warst doch nicht. Ach, da. Na? Ja. Oh, ich mach die Tür nicht auf, das kannst du aber vollkommen vergessen. Es ist so kalt draußen, Leute. Es ist so kalt. Und jetzt sitzt die Katze wirklich hier vor der. Ja, Gesundheit. Vor der Tür, und will gerne raus. Hast du ein Haar in die Nase gekriegt? Bestimmt eins von deinen eigenen. Ja, oh. Und nochmal. Da hat jemand einen Fussel wohl an der Nase oder so. In der Nase. Ja, nee. Also ich war mit dem Yoga echt happy und hoffe, dass ich das bald richtig aufnehmen kann, ja. Hab mich aber gefreut, trotzdem, auch wenn es denn gestern Abend nicht so klasse alles war, dass ich, aber auch da, ne, also das habe ich so in den Griff bekommen und ist natürlich auch ein schönes Gefühl zu sehen, man kann besser mit umgehen, es verändert sich was, auch wenn es kleinschrittig ist. Oh mein Gott, also wirklich, ich meine, wirklich. Ich habe die Nase von kleinschrittig so voll. Ich habe keinen Bock mehr auf kleinschrittig. Egal, was man macht, ob es irgendwelcher Psychokram ist oder jetzt die Sache. Mann, alles braucht immer so ewig. Es nervt. Es nervt mich.
Ich fände es schön, wenn man etwas einfach so man macht, so zapp, zapp. Und ja, das war's sozusagen. Und nicht immer so, wie es immer ist. Ja. Ach, schön, jetzt kommen auch endlich. Oh, jetzt blendet mich die Sonne gerade voll. Jetzt kommen auch endlich mal Steine hier im Eisbären selber. Ein paar mehr. Ich bin ja wahnsinnig gespannt, wie die rauskommen. Ich denke, sie werden schon etwas verschwommen sein. Ne? Also ich habe ja, ist jetzt, ich hatte genehm, okay, ich habe genehmt. Ich habe 40 mal 50 genommen gehabt, hatte mir auch einen Forscher schicken lassen und das war schon auch jetzt nicht mega scharf, die Vorschau. Also ich habe bewusst eins auch gewählt, was nicht so groß war, weil ich einfach keine Lust auf sehr groß hatte. Und ja. Bist du doof, ey. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich mach die Tür nicht auf. Es ist kalt. Es ist arschkalt draußen. Ja, ich weiß. Du kannst dich auch hier drinnen sonnen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Das ist immer so herrlich, wenn sie das nachts macht. Ja? Und man eigentlich schlafen möchte. Und dann dieses herrliche, gar nicht quengelige, nervenzerreißende Mauzen kommt. Ja. Wo man sich denkt, wir atmen ganz tief durch. So, 10 Uhr. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, damit ich rechtzeitig auch zur Arbeit losstiefel. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja noch. Ja. So. Faden wieder aufnehmen. Der ist jetzt weg. Yoga. Ich wollte noch irgendwas zum Yoga sagen. Kleinschrittig. Tja, weg. Tut mir leid. Katze hat es aus meinem Kopf gemaunzt. Ich muss mir so viel aufschreiben, ey. Aber das liegt an diesem einen Medikament. Ich kann mir einfach nicht so viel merken, wenn ich das nehme. Aber wow, wenn das alles ist. Ich meine, war vorher schon ein bisschen schusselig und jetzt bin ich es halt noch ein bisschen mehr. Aber ja, also dann ist es so, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich gerade wieder auf den Geschmack gekommen. Ich habe mehr Lust, Filme zu gucken und sowas. Und Serien, na, wobei eigentlich mehr Filme tatsächlich. Und Sky Ticket lockt mich ja ständig mit hier so schmackhaften Angeboten von wegen, ja. Also ich weiß ja nicht, ob einer von euch Sky Ticket hat. Also die, die es nicht haben, man kann da, also man zahlt 9,99 für Serien oder für Filme halt. Und wenn man beides zusammenbucht, zahlt man 14,99 oder irgendwie so. So sind ja dann auch Filme, die kurz nach dem Kinostart auch schon kommen. Alle chic, alle dude. Monatlich kündbar. So. Und ich hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres, mir das mal wieder gebucht gehabt, weil ich Chicago Fire halt gucken wollte. Und jetzt kriege ich echt schon seit 2 Monaten dauerhaft, also wirklich fast jeden Tag, ein neues Angebot von denen, dass ich zurückkommen soll. Und gestern war dann mal wieder das Angebot, ja, 12 Monate. Für nur 9,99 beides halt. Und da ich gerade wieder so Lust habe, mehr Filme zu gucken, habe ich es fast gemacht. Und dann dachte ich, Moment. Weil ich habe immer auch Phasen, wo ich halt nicht so gucke. Und dann läuft das Abo ja trotzdem weiter. Und dann ist es wesentlich sinnvoller, ich hole mir mal wieder für 1, 2 Monate irgendwie das und gucke ein bisschen mehr und genau. Weil, sag mal, was ist denn? Ich kann nichts dafür, dass du was in der Nase hast. Ja, auch gar nicht so zu gucken. Musste einmal richtig schniesen, kleine Katze. Dann geht es wieder. Nicht nur dieses komische Schnäuzeln da. Als wenn sie versteht, was ich sage, ne? Ich meine, ich weiß ja immerhin, dass mein Tier nicht versteht, was ich sage, aber ich glaube, es gibt Leute, die erzählen ihren Tieren ganz viel und denken, dass sie verstehen. So, wo war ich? Sky Ticket. Genau. Dann habe ich mir das doch fast gebucht und dachte, nein. Nein, nein.
Wobei, jetzt kommt ja wieder Chicago Fire und ich muss mal gucken. Und das ist was, das nervt mich halt tierisch, dass ich vorher nie so richtig bei Sky gucken kann, was haben die jetzt eigentlich, sondern das dann immer erst sehe, wenn ich buche. Ach, Katze. Das nervt mich. Aber dafür gibt es ja heute auch etliche Internetseiten, die einem ja sagen, wer streamt was. Ich glaube, so heißt die Seite sogar auch, ne? Wer streamt was oder wo wird was gestreamt? Keine Ahnung. Irgendwie so in der Art. Und ja, wie kam das überhaupt jetzt zustande, dass ich wieder so Lust habe, mehr zu gucken? Also ich stehe ja total auf diesen ganzen Superheldenkram, ne? Ich bin ehrlich, ich liebe es total, ja. Und ich bin auch ein totaler Henry Cavill-Fan. Und habe aber tatsächlich noch gar nicht die Superman-Teile gesehen, was ich unbedingt noch nachholen muss. Ja, auf jeden Fall kam ja jetzt Zack Snyders Justice League im Snyder-Cut auf Netflix raus. Und ich dachte so, ey, echt 4 Stunden? Also ich meine 4 Stunden. Okay. Ich habe das dann an 2 Tagen geguckt, weil 4 Stunden durchgucken, nee, da hatte ich das, nee, nein. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen Superhelden angefixt und habe meinem Kollegen gestern schon gesagt, wenn wir jetzt nicht endlich ins Kino gehen und uns, was läuft denn gerade? Morbius, glaube ich, ne? Batman wollen wir auch noch gucken. Dann gucke ich den halt alleine. Nein! Naja. Genau. Ich brauche wieder Kino. Ja. Hatte mir mit meiner Mama, ich war im Frühstückskino bei uns wieder gewesen. Und, ach, Foxy, hör doch mal auf, Mensch. Frühstückskino. Also, da ist halt ein ausgesuchter Film und dann gibt es dazu Croissant und einen Kaffee. Und das ist immer ganz, ganz schön. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da die Schachnovelle angeschaut. Und der hat mir auch gut gefallen. Also ich kenne das Buch nicht. Und von daher ist das dann auch immer ein bisschen vom Vorteil, also wenn man das Buch kennt, dann ist es mit dem Film immer so, ja, tut man das oder tut man das nicht? Genau. Ja, jedenfalls, das war auch ganz gut gewesen. Wobei ich ehrlich bin, ich bin etwas sehr satt, was Filme mit dem, naja, um die Zeit vom Zweiten Weltkrieg angeht. Das ist so ein bisschen wie mit der DDR und sowas alles. Also zu viel einfach vom schon gesehen und irgendwie. Ja, und dann habe ich mir gestern Abend, dachte, kann ich eigentlich am Stück gucken und dann war der irgendwie auch 2 Stunden lang, wollte ich mir 7 anschauen mit Brad Pitt und Morgan Freeman. Und ich gucke ja gern so Filme aus den 90ern. Ach, das war noch, ach, das war auch alles. Also heute ist auch gut, aber es ist halt anders gut, ne? Ja, ich bin ein bisschen geärgert. Vor ein paar Tagen lief Mystic River auf Arte, vor 2 Tagen oder so. Und dann habe ich geguckt und dachte so, oh geil, cool, der ist sogar in der Mediathek. Macht das an, dann ist das nur der Trailer gewesen. Und ich dachte so, ey, Mann. Weil Sean Penn sehe ich auch echt gern. Ach, was habe ich früher Filme verschlungen, ja, wirklich. Alles ein bisschen eingeschlafen. Das kann man ruhig ein bisschen wieder aufleben lassen. Ich mag gute Filme. Und auch Serien. Gut ja immer relativ ist, ne? Das kommt ja mal drauf an, was man erwartet und was man sieht. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch Hannibal gesehen hat. Die Serie. Mit Mads Mikkelsen. Oh Gott, was war das denn? Worte aus mir rausgestolpert, ja. Das fand ich wirklich. Das war für mich eine neue Erfahrung der. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Der Gewaltdarstellung? Weil das habe ich ja, habe ich das, das habe ich noch vor Game of Thrones geschaut, ja. Game of Thrones hat es ja dann nochmal getoppt, aber
Was mir einfach an Hannibal ja so unfassbar gut gefallen hat, ist, und das mag ich halt, oder hat mir jetzt auch bei Justice League von Zack Snyder so gut gefallen, diese, ich liebe diese Zeitlupeneinstellungen und wenn Dinge einfach nur gezeigt werden, weil sie toll aussehen, ja, da bin ich totaler Fan von. Und dann kam bei Hannibal noch dazu, dass das auch noch tolle Dialoge waren. Ja, also auch noch was für den Kopf. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich bin halt auch, ich bin ein sehr genügsamer Filmegucker. Viele, ja, viele machen sich dann Gedanken über Logiklöcher und gut, mir fällt auch mal das ein oder andere Logikloch auf. Aber ich hänge mich da halt echt gar nicht dran auf. Ich denke mir halt, ein neuer Film. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich einen Film gucke, dann will ich halt auch einfach nur die Story angucken und finde es dann witzig, wenn ich irgendwie einen Filmfehler finde oder weiß ich nicht, aber wie manche sich da wirklich wahnsinnig drin drüber echauffieren und dann wirklich so, nee, das, nö, ich kann das. Hör doch mal auf. Was ist denn? Das ist nervig. Ja. Ja. Du kannst auch einfach auf meinen Schoß gesprungen kommen. Das wäre auch eine Variante, wenn du kuscheln willst. Oder was möchtest du? Ja. Beißt du mir gerade in die Finger? Oh Katze. Ich weiß nicht, was dieses Tier gerade von mir möchte. Oh. Mann. So. So. Genau, genügsamer Filmegucker. Also ich bin nicht sehr anspruchsvoll. Es muss Spaß machen. Ach, das hatte ich euch das eigentlich erzählt, dass ich Nosferatu geschaut hatte, meinen ersten Stummfilm. Ich weiß, dass ich euch das erzählen wollte, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Ja, das war ein paar Tage, ein oder zwei Tage, bevor ich in die Klinik bin. Da habe ich Nosferatu wollte ich ja schon lange gucken. Und jetzt kommt es mir gerade so vor, als hätte ich es euch doch erzählt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich euch das schon erzählt habe. Dann erzähle ich es nächstes Mal, falls ich es noch nicht gemacht habe. Nicht, dass ich jetzt die Story schon wieder erzähle. Wäre irgendwie auch ein bisschen blöd. Ja, so, jetzt haben wir das erste Tütchen hier schon fast verklebt, ne? Wo sind wir? Halbe Stunde. Das ist doch gut, dann lassen wir es dabei auch. Ich euch ein bisschen mit Filmen und Yoga und ganz vielen nicht so wichtigen Dingen vollgequatscht. Ach ja, okay. Also, aber ich merke auf jeden Fall mit dem Stuhl, mit dem Kissen drauf, das geht ganz gut. Ist gemerkt. Sehr schön. Das freut mich. So, jetzt werde ich die kleine Katze. Huch, Schluck auf. Werde ich die kleine Katze bürsten. Und ja, ich wünsche euch. Mein Gott. Ich wünsche euch eine ganz tolle restliche Woche und würde sagen, wir sehen uns. Was kommt denn als nächstes für ein Video? Wartet mal. Jetzt heute ist das hier kommt nächste Woche. Das heißt, das war eine Action. Dann kommt, ah, ja, da zeige ich noch mal ein Geschenk genauer, was ich im Dezember, was denn? Im Dezember erhalten habe. Genau, da gibt es noch mal so eine Art Unboxing. Ich werde die Katze jetzt mal etwas bürsten. Vielleicht wird sie dann freundlicher. Mal gucken. Wobei, ich glaube, sie will einfach nur auf dem Balkon. Aber es ist so und ich meine, ihr kennt das sicherlich auch. Ihr macht die Balkontür auf, also die Katzen haben. Balkontür ist auf. Und wer klingelt denn hier dauernd immer? Also nicht bei mir, aber nebenan. Ja, ihr kennt das bestimmt auch. Tür auf, Katze raus, Tür zu, Katze wieder rein. Oh, ja. Das ist etwas, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Tiere manchmal etwas anstrengend sind, sie sind aber manchmal etwas anstrengend. So, also werde ich mich jetzt um das kleine Monster mal ein bisschen kümmern, ne, du hier unten? Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!